Hallo meine Lieben. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Video. Und ja, dieses Video ist dieses Mal etwas ganz Besonderes. Wie ihr in der Überschrift ja schon gelesen habt, ich habe eine Kooperation mit Folia. Und da freue ich mich wirklich mega drüber, dass, ja, finde ich richtig, richtig klasse, dass Folia mir diese Gelegenheit gibt. Ich durfte mir nicht die Produkte einfach so aussuchen, sondern ich habe Kataloge bekommen, die durfte ich mir dann anschauen und habe dann meine Projekte beschrieben, die ich gerne machen würde. Und welche Produkte ich dazu benutzen könnte. Genau, so. Das habe ich dann an einen Mitarbeiter von Folia geschickt. Und ja, scheinbar sind meine Projekte gut angekommen. Denn heute kam mein allererstes Kooperationspäckchen. Und das ist ja dann auch immer so ein bisschen wie ein Ü-Päckchen, denn man weiß nicht genau, was drin ist. Man schreibt mehrere Projekte auf und Folia sucht sich dann natürlich aus, was am besten passt, und dazu bekommt man dann die Projekte, die Produkte geschickt. Ja, ich habe ganz tolle Sachen bekommen und die werde ich euch jetzt natürlich zeigen. Und ja, als allererstes möchte ich mich natürlich nochmal ganz, ganz herzlich bei Folia bedanken für die Möglichkeit dieser Kooperation. Und ja, es wird in Zukunft dann halt Videos geben, Kooperationsvideos, in denen ich dann mit diesen Produkten bastel. Und ja, da wird bestimmt einiges zusammenkommen, denn ich habe tolle Sachen bekommen und die werde ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes habe ich mir ausgesucht Kreidefarben. Es sind 5 Kreidefarben drin. Die Menge, können wir mal reinschauen, doch, sind 60 Milliliter. Und da haben wir so ein Cremeweiß, ein Gelb, ein helles Blau, ein Rosé und ein Braun, ein helles Braun. Ja, und da freue ich mich sehr drüber. Damit möchte ich natürlich mit euch Schachteln gestalten, Holzboxen gestalten. Dann habe ich ja noch dieses tolle Brett vom Action mir die Tage gekauft. Und dafür kann ich auch diese Farben ideal gebrauchen, weil ich da noch etwas mitmachen möchte. Und dazu müsste ich das Brett natürlich vorher behandeln. Ja, und dazu passen diese Farben perfekt. Diese Farben kann ich aber genauso gut auch benutzen für meine geflochtenen Sachen. Wenn ich meine Papierröllchen-Sachen geflochten, fertig geflochten habe, dann könnt ihr damit auch, also mit diesen Farben, das Ganze einpinseln, farbig einpinseln und dann lackieren. Also die Farben sind wirklich ganz, ganz in verschiedenen, ganz individuell einsetzbar. Oh. Und ja, diese werdet ihr sicherlich noch einige Male in meinen Videos zu sehen bekommen. Also, das war Nummer 1 und da freue ich mich schon riesig drüber. Dann habe ich mir etwas ausgesucht. Da kann ich leider nicht zu viel zu sagen, denn das ist auch noch für euch eine Überraschung. Aber es ist ein Weihnachten-Motivblock. Und da freue ich mich riesig drüber, dass ich den bekommen habe, denn der ist wirklich wunderschön. Es sind 30 Blätter drin, 24 x 34. Es ist Motivkarton drin, Tonpapier und bedrucktes Transparentpapier. Also damit können wir auch richtig, richtig viel anfangen und ich habe da auch schon ganz viele tolle Ideen. Und es sind auch noch drin Schnittmuster und da freue ich mich. Und wir schauen uns das Ganze jetzt natürlich erstmal an. Als allererstes haben wir hier schon mal die ersten Schnittmuster.
Die kann man sich ja dann auf ein anderes Papier übertragen. Da haben wir einmal ein, das erste ist eine Karte, das zweite ist ein Kuvert, 10,5 x 21,5 cm. Hier oben steht, ist diese Legende. Also die Nummer 1, wo haben wir denn die Nummer 1? Die Nummer 1 ist das hier, glaube ich. Nein, das hier außen, das ganz große. Das hier, das geht einmal um das ganze Blatt. Das ist die Nummer 1 und das ist eine Karte. In der Größe 10,5 x 21,5. Dann haben wir das passende Kuvert dazu, 10,5 x 21,5. Dann haben wir eine Karte in 10,5 x 15 und das passende Kuvert dazu. Also das wäre dieses Schnittmuster. Und jetzt kommen wir mal zu den Papieren, denn die sind wirklich wunderschön. Da haben wir einmal den bedruckten Fotokarton. Davon sind zwei Bögen drin und das Motiv ist ja schon mal wunderschön. Dann haben wir hier das bedruckte Transparentpapier. Ihr seht das. Das ist so toll und da habe ich auch schon eine ganz, ganz tolle Idee, was wir damit anfangen. Aber dazu später mehr. Ne? Dann haben wir einmal hier Designpapier in Silber. Von beiden Seiten bedruckt. Dann haben wir hier wieder Fotokarton. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Und dazu wieder passend, das passende Transparentpapier. Finde ich wunderschön, muss ich sagen. Und goldenes Designpapier. Ganz, ganz toll. Oh, da fallen mir jetzt schon ganz viele tolle Sachen ein. Dann haben wir dieses, da stehen dann in, steht in verschiedenen Sprachen Frohe Weihnachten drauf. Merry Christmas, Feliz Navidad, Buon Natale. Ja, also ganz toll, auch in Silber gehalten. Und auch dazu haben wir dann das passende Transparentpapier und oh, das ist echt wunderschön. Und dazu haben wir dann ein weißes Designpapier. Auch sehr, sehr schön. Oh Gott, schaut euch das an. Ist das süß? Ja, da haben wir dann so ein Bärchenpapier. Da sind wieder zwei Bögen Fotokarton dabei. Und natürlich wieder zwei Bögen von dem Transparentpapier. Wunderschön. Also da freue ich mich wirklich schon, da mit euch zu basteln. Und es geht ja auch bald los, ne? Da habe ich mir nämlich auch noch etwas ganz Tolles für euch ausgesucht. Auch hier, schaut euch das an. Ist das schön? Ja, richtig toll. Da freue ich mich wirklich riesig. Und dann auch da wieder natürlich, oh, schaut euch das an. Das passende Transparentpapier. Also wunderschön, wirklich wunderschön. Da freue ich mich sehr, dass ich diesen Block bekommen habe. Und da haben wir dann auch wieder zweimal weißes Designpapier. Ja, wirklich wunderschön. Und hier sind schon so tolle Ideen drauf, was man damit machen könnte. Hier so eine Laterne oder hier eine Karte. Also da wird mir sicherlich was einfallen. Und ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, das ist dieser. Und dann habe ich noch ein Teil bekommen. Und auch darüber freue ich mich riesig. Denn das passt jetzt gerade zumindest im Moment zu unserem Wetter und ja, der Herbst kommt bald. Und ich habe mir ausgesucht dieses Basteltrends, also Bastelset Herbst. 58 Teile und ihr seht, da ist wirklich einiges drin. Da kann man richtig klasse Sachen mit anfangen. Und wir schauen jetzt einfach mal rein, was da alles Schönes drin ist. Denn... So, ich hole jetzt einfach mal aus. Und zwar haben wir hier als allererstes so kleine und ich würde sagen, das ist 10x10. 12x12. Na, fast. 12x12 Designpapier. Und da schauen wir doch mal rein. Die sind toll. Die sind toll. Schaut mal. Da haben wir 2, 4, 5.
5, 6, 7, 8, 4, 6, 8 Bögen von diesem mit den Blättern. Die sind von der anderen Seite so ein bisschen cremefarben. Sehr schön. Und dann haben wir 8 Blätter mit den Schwalben, jo, die sich in Richtung Süden machen. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier einen Bogen, der, ich würde sagen, der ist 15 mal 30,5. 15 mal 30,5. Hat die Frau ein Augenmaß, ne? Und der ist toll. Schaut mal, der ist so schön beglitzert. Oh, und von beiden Seiten sogar bedruckt. Ein ganz, ganz tolles. Jo. Und wenn man den falten würde, hätte man schon eine 15x15 Karte. Aber schauen wir mal, was wir daraus machen. Dann haben wir hier einmal Embellishments. Auch sehr schön, passend zum Thema. Hier so ein kleiner Anhänger. Ja, richtig toll. Damit hat man natürlich sofort eine tolle Karte schon verziert. Und dann sind noch verschiedene Papiere dabei. Die zeige ich euch dann jetzt auch mal kurz. So, ich hole das Ganze mal raus und dann schauen wir mal. So, ja, das ist das Deckblatt. Das nehme ich mal weg und oh, schaut mal, ist das klasse. Ups, hier fällt schon wieder alles runter. Ja, da haben wir einmal dieses tolle Papier. Und das ist ein, ja, ein Fotokarton. Ja, ne, passend zum Kaffee oder zur Einladung für auf einen Kaffee oder wie auch immer. Sehr schön. Dann haben wir einmal dieses Motiv mit den Rosen. Auch richtig toll. Aprikotfarbene Rosen. Ich weiß nicht, ob das bei euch... Doch, die Farbe kommt gut an. Sehr, sehr schön. Von der Rückseite sind die Bögen nicht bedruckt. Dann haben wir dieses. Oh, das ist ja genau meins. Schön grün. Nasse Blätter. Das ist von der anderen Seite gelb. Auch sehr schön. Dann haben wir hier rote Rosen. Das ist von der anderen Seite rot. Da kann ich mir auch sehr, sehr schön vorstellen, Stanzteile draus zu machen. Die sehen bestimmt auch wunderschön aus. Ui, und dann haben wir hier wieder passendes Transparentpapier. Ich liebe ja dieses Transparentpapier. Einmal passend zu diesen nassen Blättern, sage ich jetzt mal. Dann Rosen. Dann haben wir hier ganz normalen weißen Fotokarton. Dann haben wir einmal hellbraunen Fotokarton oder ja, beige. Dann haben wir einen hellblauen Fotokarton. Ja, und die Farben passen natürlich alle super zusammen. Also ganz, ganz toll. Dann haben wir einen orangen Fotokarton. Und der sieht in der Kamera jetzt etwas gedämpft aus. Der ist wirklich richtig knatsche orange. Und da kann ich mir auch vorstellen, vielleicht mal mit den Kindern zusammen Deko für Halloween, ein Kürbis oder so als Schnitt, Fensterschnitt, als Papierschnitt fürs Fenster zu machen oder so. Schauen wir mal, da wird uns bestimmt was Schönes einfallen. Dann haben wir einen roten Fotokarton. Und ein grün, und zwar ein sehr schönes Grün, ein dunkles Jägergrün, sehr schön. Dann haben wir schwarz, also da denke ich, werde ich auf jeden Fall mal mit den Jungs zusammen basteln. Und wenn wir das hinbekommen, werden wir das auch in einem Video machen. Ich bin mal gespannt. Und dann haben wir hier noch braun. Ja, also sehr, sehr schön. Damit können wir bestimmt tolle Sachen machen. Und dann haben wir hier ein Papier, Zeichenpapier, ja, farbiges Papier halt. Auch in den gleichen Farben, in einem hellen Braun.
in Schwarz, in Rot, opala, in einem wunderschönen Magenta, Dunkelblau, dann auch in einem Grün. Also ihr seht, da ist wirklich jede Menge Papier drin, also ganz, ganz toll. Dann in einem, ja, bei euch sieht das jetzt echt braun aus, aber das ist eher so ein etwas verwaschenes Orange-Khaki. Also ich würde sagen, das ist so ein Khaki-Braun. Dann haben wir hier eine Hautfarbe, die ist natürlich klasse, wenn man damit zum Beispiel Fensterschnitte macht. Wie nennt man das denn? Papiermotive fürs Fenster. Ich komme jetzt einfach nicht drauf, um Himmels Willen. Dann haben wir einmal Weiß, Gelb und jetzt kommen wir schon zu Transparentpapieren. Und die sind auch in der passenden Farbe. Da haben wir einmal Braun, Magenta, dann ein dunkles Lila, würde ich sagen. Ich lege die doch mal hier rüber, aber die sind sehr rutschig. Ein Rot, ein Blau, Weiß, Grün, dann haben wir ein helles Grün, ein Gelb, ein Rot. Das waren die Transparentpapiere und dann haben wir noch Wellpappe dabei. Finde ich auch richtig klasse. Und zwar einmal in diesem Kraftton, naturbelassen halt, in diesem Braun. Dann haben wir einmal Grün. Dann haben wir Weiß. Und zu guter Letzt haben wir ein ganz, ganz tolles Aubergine-Lila, also ganz toll, sehr schöne Farbe. Ja, und das war's. Und ihr seht, das ist ein riesen Papierpaket. Also damit kann man wirklich einiges basteln. Und ja, da werde ich auf jeden Fall nicht nur Karten mitmachen, da werde ich mir einiges einfallen lassen. Und ja, natürlich auch sehr bald, denn der Herbst steht vor der Türe. Er kommt mit großen, großen, großen Schritten. Wenn man das Wetter sich da draußen anschaut, bei uns regnet es. Es ist nass, es ist kalt, es ist richtig unangenehm und gar nicht schön. Und ja. Ja, wie gesagt, das war mein Folia-Kooperationsvideo. Was ich so toll an dieser Kooperation mit Folia finde, man darf sich die Produkte aussuchen, klar, aber es wird nicht vorgegeben, wann, wo, wie, was gebastelt werden muss, sondern wir dürfen uns ganz, es gibt ja ganz viele YouTuber und Blogger, die diese Kooperation haben, sondern wir dürfen uns da ganz freien Lauf lassen, wann wir was gestalten und was wir gestalten. Und das finde ich richtig klasse. Ja, was ich noch dazu sagen muss, Folia, wenn ihr das noch nicht wisst, oder Folia verkauft nicht an den Endkunden direkt. Also ihr könnt nicht auf die Seite gehen von Folia und dort bestellen, das geht nicht. Folia ist nur ein Großhändler, der halt Unternehmen beliefert. Ihr könnt aber zum Beispiel Folia-Produkte über Amazon beziehen, über eBay. Ihr bekommt in verschiedenen Shops Folia-Produkte. Ich habe gestern das Designpapier, das habe ich euch gestern in meinem Haul gezeigt, beim Aldi gekauft. Das ist auch von Folia. Also ihr bekommt in ganz vielen und verschiedenen Shops und Läden, teilweise auch im Lidl, Folia-Produkte. Und ja, solltet ihr Interesse an diesen Produkten haben, ich werde mal schauen, dass ich euch dazu Links raussuche
Und die setze ich euch dann unten in die Infobox. Dann könnt ihr schauen. Also wenn ihr jetzt sagt, oh, ich möchte das mit dir zusammenbasteln und ich kaufe mir dann das passende Papier, damit wir, ne? Ihr wisst schon, wie ich meine. Dann setze ich euch den Link unten in die Infobox und dann könnt ihr da ja mal schauen. Also direkt bei Folia bestellen, das geht nicht. Und ja, das war mein kleines Video zu meiner allerersten Kooperation und da freue ich mich wirklich riesig drüber, dass ich das machen darf. Bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Folia und ja, werde mir dann jetzt mal so meine Gedanken zu meinen ersten Produkten, nein, zu meinen ersten Projekten machen, die ich aus diesen Produkten machen werde. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. So, ihr Lieben, damit verabschiede ich mich dann jetzt erstmal und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.